Es ist jetzt besser mit dem Rauschen. Es ist jetzt wieder klarer und verständlicher. Kriegen wir ja alles hin hier. Jo, alles gut. Na dann. So, ich bin mal kurz in dem Geheimraum. Also das ist echt nervig, ne? Ich möchte mal bitte einen Hogwarts-Stream haben ohne Probleme. Sei es, dass meine Übertragung zum Monitor einfach ausfällt oder der Rechner komplett runterfährt. Ich hole mal kurz den ganzen Plunder hier ab. Ja, super. Jetzt haben wir einen super GAU hier. Ratatatatatata. Ja, ratatatatatatata. Ich habe irgendwie gesehen, Blackjack, du bist auch da. Hallo und herzlich willkommen. So, wir holen jetzt uns noch die Queste hier. Steht da draußen. Das ist ja echt, ey, das ist ja ganz merkwürdig. Guck mal, ich habe es angesprochen. Jetzt ist hier die nächste Herausforderung. Warte mal, das speichern wir aber separat nochmal ab. Ich weiß nicht, ob das so eine One-Chance ist. Hallo Samantha. Bist du fürs Akio-Duell hier? Das bin ich. Ich bin sogar ziemlich gut. Ich habe früher ständig mit meinem Bruder gespielt, bis... Bin ich total durcheinander. Naja, egal. Fangen wir an? Ja, Laro. Es kann losgehen. Dann beschwören wir mal los. Hä, was sind das für Felder da drin? Muss ich anfangen? Nee. Ah, die halten die Dinger da fest. Okay. Na gut. Ja, mal so anvisieren hier, ne? Easy. Das war unglaublich. Ja, hallo. Okay, kann es sein, dass du gerade meinen ganzen Weg blockierst, gute Frau? Wir versuchen den jetzt mal so durchzumogeln. Oh Gott, es war zu viel! Viel zu viel! Da musst du dich schon etwas mehr anstrengen. Ja, ja. Au, oh Gott. Jetzt platziert ihr den auch noch so gut. Ja, da müssen eine harte Bandage ran. Es nützt nichts. Müssen wir die jetzt hier wegkicken. Oh. Das ist jetzt doof gelaufen. Das kann ich kaum besser machen. Tja, das war's dann wohl. Hä, ich hab doch gar nicht gewonnen. Nach deinem schlechten Auftritt gegen Natti dachte ich, ich könnte dich schlagen. Ich hab mich wohl überschätzt. Doch, ich hab 100 Punkte und sie 90, ne? Du Sag Loser! Nicht, Samantha. Du spielst wirklich gut. Das ist wirklich sehr nett von dir. Sagen wir einfach, wenn ich gut bin, bist du besser. Ich weiß zufällig, gegen wen du als nächstes antrittst. Und sie hält sich nicht zurück. Viel Glück. Easy. Okay, haben wir das auch erledigt? So, haben wir noch irgendwo Quests, die wir machen können? Oder aufnehmen können? Nicht auf, sondern annehmen können. So rum. Weltkarte. Da unten.
Ja, okay, pass auf. Wir klappern jetzt eine Quest nach der anderen ab, würde ich sagen. Also fangen wir doch einfach mal. Das können wir nebenher machen. Alle Kampfpflanzen gleichzeitig benutzen. Die Schlüssel, gut, die müssen wir noch finden. Die traue ich mich noch nicht ran. Wir könnten die schon mal machen. Genau. So, wo steckst du, meine Gute? Hier hinten, da waren wir noch gar nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wir laufen dahin, damit wir einfach auch die Gegend mal sehen. Dann beamen wir einfach nach, nein, nach Dingsbums da. Kann ich das nicht machen? Und verlassen einfach das Dorf und laufen da einfach lang. Mal gucken, was wir da alles erleben. Bitte Rechner, bitte Rechner, Ein bleib jetzt an. gemütlicheren Ort als Hogsmeade? So, hier muss es jetzt rausgehen. Ach, da. Ah, da, Leute, da ist noch eine Buchseite. Moment, ich habe dich gerade gesehen. Wo bist du hin? Akio. Revelio. Waren wir an den Häusern schon? Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Ja, da waren wir schon drin. Aber da habe ich noch was gesehen. Ah, sehr gut. Die brauchen wir. Na dann, erkunden wir mal das Reich. Gegner, Moment mal. So, bam, da ist er. Ja, hallo Blackjack, ich habe dich schon begrüßt. Ich habe schon gesehen, dass du gechattet hast. Ich habe nur kleine technische Probleme gehabt. So, wisst ihr was? Wir könnten doch da jetzt eigentlich das mal alles hier einsetzen, ne? So, da haben wir das auch erledigt. Dann haben wir die Queste auch schon erledigt. Revelio. Haben wir hier noch irgendwas? Wollen die sich da irgendwie durchbohren? Ja, Moment mal. Gluck, 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 gluck. Kann ich euch zähmen? Achso, warte mal, ich habe den Zauber gar nicht ausgerüstet. Mach meinen Koffer mal wieder am Start. Nee, kann ich nicht. Aber da ist noch so ein Punkt für mehr Die Magie. sahen auch schon mal besser aus. Achso, da wird sogar angezeigt, wo es ist. Ja, okay. Ja, gut, ne? Wir haben Besen. Setzen wir den doch mal ein. Oh, huch. Ja, hallo? Kamera? Nummer Uno. Revelio. Noch Kisten. Was ist da? Ich glaube, ich hätte es nicht mit dem Besen machen sollen, oder? Komme ich da noch irgendwie rein?
Oder muss ich echt dieses Ding da kaputt machen? Ich muss das Ding da kaputt machen. Nein! Stopp mal kurz! Hallo? Ich drück doch gar keinen Knopf zum Schnellfliegen! Es ist doch mal gut hier! Nein. Ich und meine Tasten heute. So, irgendwo war noch eine Kiste versteckt. Gut, springen wir jetzt mal da rein. Ja, komm. Schade, dass das niemand gesehen hat. Mal verkaufen gehen sollen vielleicht. Naja. Ein bisschen Kohle. Soll das doch hier gewesen sein. Ach, da kommt man wieder raus. Ach, guck mal einer an. Hui. Dann fliegen wir mal weiter. Achso, warte mal. War hier nicht auch so ein... Den holen wir uns noch. Das hat schon bessere Tage erlebt. Ach so, wenn ich den Knopf drücke, dann... Ah, dann geht das so. Verstehe. Hi, wer bist denn du? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Du bist der... Himmelsensenbogen. Alter Schwede, ist der teuer. Mondstein nehmen wir mal mit. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Sonst hast du ja nichts Besonderes, aber wir könnten mal hier unsere überflüssige Ware loswerden. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Sogar stärker. So. Es war mir ein Vergnügen. Kann ich euch Mugus irgendwie hier streicheln? Nee, einfangen? Nein. Hier war doch noch so ein... Genau, den Beampoint hätte ich gern. Hallo Mizi. Was sind der? Jetzt echt so markieren wieder. Ach, da hinten. Wieder mal auf Abenteuertour? Hallo, kenne ich dich? Was gibt es denn für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher. Aber wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen... Was ist denn ein Grimm? Ja, genau das brauche ich. Habe ich zufällig einen stecken, wenn du magst? Hier, ich habe welche. Zufällig habe ich, was Sie brauchen. Hier. Aber ich weiß nicht, ob er hilft. Sehen Sie sich vor, ja? Oh, Sie sind ein Schatz. Wirklich. Ich werde sehr vorsichtig sein. Das sollten Sie auch. Mich bekommt kein Grimm. Dank Ihnen, mein liebes Kind. Jetzt keine Belohnung? Was gibt es denn für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen Grimm gesehen. Ja, aber... Da bin ich nicht. Ich brauche nur... Wie viel brauchen die noch? Der Grimm ist ein Omen.
wenn es einer war. Omen greifen nicht an. Ich bezweifle, dass ein Unsichtbarkeitstrank helfen wird. Ich sehe, Sie glauben mir nicht. Na gut. Ich hatte dir doch schon einen gegeben. Was willst du denn gerade von mir? Wie viele Tränke willst du noch saufen auf meine Kosten? Das kannst du vergessen. Ich hole noch den Punkt da hinten, wenn wir eh gerade da sind. Hogwarts hat Glück, dass es seine Schutzzauber hat, wenn du mich fragst. Das sind ja Bösewichte. Ich habe keine Ahnung, warum es einen Wirbel um das Wildern gibt. Es gibt genug Tierwesen. Warum muss immer ich diese Aufgaben erledigen? Ich hole mir den Koboldhelm zurück. Ein Flattern deiner Leiche. Mann, wie sieh doch mal bitte den hier an. Du, einige die... Netter Versuch. Ach, weißt du was? Alter, ist der Sound laut. Ich finde dich wie einen Spieler. Was ist denn mit dir los? Jetzt bleib doch mal hier. Ach so, trinke ich. Ich drücke die ganze alle Tasten durch, weil ich nicht weiß, welche Taste ich drücken muss. Oh, komm, befreien. Befreien wir sofort hier aus den Fängen der Bösewichte. Und kerkern ihn bei uns ein. Lass ihn bei uns raus. Ein Nibbelding. Warte, bleib da. Bleib da. Ja, bleib doch da, Nibbel. Oh Gott, das wollte ich nicht. Wo ist er hin? Mann. Bleib doch mal hier jetzt! Aha. Mann, du diese Nervensäche. Rein mit dir! Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Dass das kleine Viech hier echt gezwungen werden muss, gerettet zu werden. Wir haben den Niffler! Juhu! Den ersten! So, gibt's da noch mehr? Eine Truhe? Revelio. Uns entkommt keiner. Wir sind hier die Hogwarts-Pokémon-Jäger. Wir nehmen alles. Zweifellos schon lange verlassen. Hui. Warte mal. Stopp. Alles mitnehmen. Nein, jetzt habe ich wieder Mega-Power-Trank. Verdammt nochmal, ich habe so viel von dem Zeug. Das sammeln wir noch ein. Kurve kriegen.
sind wir denn hier? Revelio. Da ist eine Höhle. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt vorhab. Ich weiß noch nicht so genau. Warum ist es rot? Ah, das ist ein Gegner. Huch! ja. Oder bist du ein Gegner? Kann man dich streicheln? Kann man dich mitnehmen? Er schläft, ne? Oh, huch. Ich würde ja alles sammeln und in den Garten reinwerfen. Das Problem ist, sie würden sich irgendwann dann gegenseitig auffressen. Warum wird denn das jetzt dunkel? Das ist doch doof. Sind wir denn hier eigentlich? Hier ist auch noch eine Höhle. Ich weiß noch nicht, ob ich da rein sollte. Oh, 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 oh. Moment, ihr seid doch diese... Lumos. Diese Dinger da. Siehst du, ich lerne, ich lerne. Die Kiste. Oh, da ist noch ein Merlin-Rätsel. Brauchen wir auch noch ein paar. Ching. Ja, hoch mit dir. Hoch mit dir. Wieso kannst du nicht hoch? Hä, kannst du nicht hüpfen? Was ist jetzt los? Kannst du es nicht machen, wenn ich das mache, oder was? Nee. Wieso komme ich denn da jetzt nicht hoch? Ach, jetzt kannst du hüpfen. Aha. Okay, Schwamm drüber, ne? Was hast du diesmal für mich auf Lager? Das wissen wir noch nicht. Ich wollte doch eigentlich Nebenquests machen. Jetzt verlaufe ich mich schon wieder hier in anderen Sachen. Na, jetzt ist sogar ganz gut, dass dunkel ist. Jetzt sehen wir die Dinger. Warte mal. Hä? Hallo? Da. Nee. Hä? Wo waren jetzt die Kugel, das Ding hier? Euch habe ich gesehen. Mitkommen? Was? Hä? Lumos. So, wo ist denn hier der Würfel? Revelio. Ist die Würfel da oben? Lumos. Ach da. Nummer uno. Revelio. Da ist der nächste. Lumos. Nibble King. Nee, Nibbelding. Ja, Nibbelding. Ah, die heißen noch Nibbler, oder? Oder heißen die anders? Ich hab's schon wieder vergessen. Da wäre Merlin persönlich stolz.
So, jetzt müssen wir noch allmählich mal wieder mehr Sachen tragen können. Na also. Wieder 4 Plätze, nochmal 14 Rätsel, natürlich. Da werden wir nochmal früher oder später rein müssen, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Okay, pass auf, wir machen jetzt die Quest. Zu welcher wollten wir denn jetzt eigentlich? Warum bin ich hier hinten drin? Also die haben wir wohl, ach, die wollten wir, okay. Ah, da ist aber nochmal ein Rätsel. Ja komm, also wenn wir eh gerade daneben sind, wäre es ja sträflichst, wenn wir sie nämlich mitmachen. Ich kann nicht fliegen. Hüpf, hüpf. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Also von diesen Malwin-Dinger haben wir eh genug. Ja. Ach, Kugel. Okay. Hallo, Hühnchen. Die Kugel ist hier. Wo ist das Ziel? Wahrscheinlich hier. Okay, einfach hier runter. Alles klar. Ja, da ist das Ziel, ne? Okay, gut. Ah ja, eine Aschwinderin. Was ist denn eine Aschwinderin? Naja, gut. So. Ich mache jetzt erstmal, dass es wieder hell ist. Ich mag im Hellen lieber spielen. Ja, das ist aber nicht hell. Das ist hell. So, jetzt ballern wir die Kugel hier elegant den Berg runter. Zack. Ja, nicht du. Nein, stopp. Wir überholen die Kugel. Erster. Und sogar noch das Rennen um die Kugel gewonnen. Wir werden noch erschlagen wahrscheinlich. Mann, die lässt sich aber Zeit. Nur die Ruhe. Gar nicht so knifflig, Merlin. Okay. Dann war hier gleich nochmal eins in der Nähe. Das nehmen wir gleich mit. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? So, okay. Was haben wir denn hier für eins? Was dürfen wir denn jetzt hier... okay. Die Flammendinger. Die Flämsche. Also gut. Wo haben wir denn hier? Eins? Zwei? Und da hinten ist das dritte. Das ist so lang. Das ist das längste. Das hier. Okay. Ach komm. Ha.
Jetzt brauche ich aber doch mal den Feuerball, ne? Um da ranzukommen. Incendio. Ja, falsch. Das war gar nicht der Feuerball. Was habe ich denn da jetzt gedrückt? Das ist nochmal der Feuerball. Ach, der da oben. Campringo. Damit wäre das erledigt. Easy. Das war die Lösung. So, was haben wir denn hier noch alles? Haben wir hier noch irgendwas zum Looten? Nee. Dann geht's weiter zur Queste. Oh, hier können wir was fangen. Hässliche Frösche? Komm schon, ich will doch nur helfen. Hört mal da. Okay, wir müssen da Trick 17 machen. Hopp, unsichtbar. Froschis! Schalalalala! Froschis! Und wir wollen es doch auch. Außerdem bringt er bestimmt gut Kohle. Da ist einer. Da ist noch einer. Nummer 1. Professor Howen nie. Habt ihr euch den jetzt schon wieder hinverzogen? Kommt mal her. Froschi, Frosch, 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 Frosch. Wie lockt man den Frösche an? Quack, 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 quack. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Quack, quack. Quack. Ich bin ein liebevoller Frosch. Quack. Da war doch noch irgendwo einer. Das ist eine Quaki. Revelio. Das waren mindestens 4 Frösche oder so. Quack. 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 Quack, quack. Quack, quack, quack. Ich versuche hier gerade anzulocken, ne? Also nicht falsch verstehen. Quack, 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 quack. Quack. Seid ihr Hundsdinger? Kommt jetzt her hier, ich muss euch fangen. Da ist einer. Da ist noch einer.
Jetzt ist alles gut. Was ist denn das jetzt hier? Nur wenige Hexen oder Zauberer können die Geschichten der schottischen Irrgärten bis zu ihren Ursprung zurückverfolgen. Dem schwarzen Magier Oinon Blackwood aus dem 15. Jahrhundert. Geboren als Oinon Wood in einem nicht magischen Zweig der Familie Wood, wurde Oinon von seiner Muggeleltern missverstanden und suchte im Bemühen, sich anzupassen, Trost im Familiengewerbe, den Heckenschneiden. Angeblich konnte er die Schwarzdornbüsche mit seinem Verstand kontrollieren und mit Leichtigkeit wunderschöne Formen schaffen. Das beeindruckte und verärgerte seine äußerst intoleranten Familie. Eine Einladung nach Hot. Das beeindruckte und verärgerte seine äußerst intolerante Familie. Eine Einladung nach Hogwarts erhielt, wo er in das Haus Hufflepuff einsortiert wurde. In Hogwarts lernte Oinon eine gewisse ich weiß nicht, ob das immer ein N oder ein M ist. Müsste ein N, M sein? Artemisia Black kennen. Von den Eltern Black wegen der Liebelei ihrer Mutter mit blablabla Muggelvater verstoßen. Reinblütigkeit. Ja, okay. Aber warum habe ich das jetzt hier gefunden? Mal so ganz nebenbei. Deswegen. Na, herzlichen Glückwunsch. Gleich nochmal ein Rätsel. Walk. Imperium Leviosa. Hey, wieso haust du ab? Lass das sein. Bist du jetzt hin? Blöder Frosch, komm her jetzt. Imperium Leviosa. Rein da! So, jetzt müssen wir doch alle haben, oder? Pass auf dich auf. Guck nochmal vorsichtig. Revelio. Das waren nur 4 Fröschchen. Da kreucht und fleucht auf jeden Fall nichts mehr rum. So, was hat sie jetzt wieder mit dem Irrgarten da auf sich? Was ist denn das für ein Zeichen hier? Vor allen Dingen wird das bei mir hier gar nicht angezeigt, oder was? Ach doch, jetzt, wenn ich näher ranzoome. Warte mal, ist da noch eine Höhle? Nee. Spawnen die eigentlich wieder mit der Zeit, dass man noch mehr farmen kann für die Kohle? Also ich sag's einfach, wie es ist, jetzt einfach nur aus rein finanziellen Gründen. Okay, so, wir gucken jetzt mal, was hier los ist. Kann ich doch nicht einfach nur... was? Hallo? Ich kann nicht fliegen hier drin. Oh. Okay. Stunden später. Das war schon mal... Warum sieht hier alles grün aus? Weil das erinnert mich an einen Teil von Herr der Ringe Online. Eieiei. Da gab es ein Gebiet, so ein Eventgebiet. Die hatten auch immer ein Labyrinth. Und da konntest du immer täglich rein oder täglich, um Sachen zu holen, die du halt dann gebraucht hast. Ich habe das so häufig gemacht, ich habe den Weg dann irgendwann auswendig gekannt, habe die Leute dann für einen kleinen Obolus einfach immer durchgeführt. Weil die da nie zurechtgekommen sind. Die haben sich alle verlaufen.
Ach komm, ey, was ist denn das hier los? So hat man sich dann in Herr der Ringe Online zum Beispiel finanziert. Aber hier waren wir ja auch schon, ne? Und da war die Sackgasse. So groß ist es eigentlich gar nicht. Ah, ne, hier ist keine Sackgasse. Gut. Aber hier waren wir schon. Sind wir im Kreis gelaufen. Das ist wieder rechts, okay. Ich bin, glaube ich, da noch nie gerade ausgelaufen. Da ist auch schon mal nix. Revelio. Ach, guck mal. Nicht identifiziert. Warum wird hier eine Kiste angezeigt? Warum haben die hier so eiserne Jungfrauen einfach rumstehen? Okay, ah, so. Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Das werden wir gleich sehen. Wir werden jetzt erstmal hier alles weglooten, was geht. Wer hier wohl wohnt? Revelio. Okay, das ist im Haus. Apropos, ich habe eh mal eine Frage. Jetzt angenommen, es ist ja immer diese Diskussion zwischen Reinblütler und dieses Schlammblutgedöns. Also da, wo auch irgendwie so Menschen, Muggeleltern, das... Hallo? Kannst du mir hier langsam hier... Und wenn die Kinder dann zaubern können, dann sind sie ja nicht Reinblütler, sondern so halb, ist ja egal. Gibt es eigentlich auch die Variante, dass die Eltern Vollblutzauberer sind, Vater und Mutter, aber das Kind überhaupt nicht zaubern kann? Gibt es die Variante auch oder ist das automatisch auch definitiv immer ein Zauberer oder Zauber oder Hexe oder so? Na, wenn man die da liegen lässt, dann esse ich natürlich hier mal Handvoll weg. Ja, weißt du noch den Hausmeister aus dem Teil? Das ist so einer. Ach echt? Das ist... Ah, okay. Da, seine Eltern waren alle Zauberer und Hexen und er hatte gar nichts. Kürbislimo. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Modegetränk mit Kürbisgeschmack. Es ist hier noch nicht so beliebt wie Butterbier, aber es könnte sich ja ändern. Ah, das ist ja interessant. Okay, habe ich. Das ist aber dann auch sehr frustrierend für ihn, für denjenigen, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Ah, warte mal, was sehe ich denn da? Revelio. So, jetzt holen wir uns hier mal das ganze Zeug. Hä, da komme ich nicht rein? Bitte? Da ist Loot? Hä, wie kommt man da rein? Komm schon! Komm, das war eine clevere Idee von mir. Ich will da hoch und da rein. Ach, belohn mich doch.
Okay. Da ist eine Leiter. Mein Gott. Dann nehmen wir halt die Leiter, einen langweiligen Weg. Kistchen, da vorne ist noch ein Kistchen. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Was haben wir denn hier? Alohomora. Na komm. Das macht ihr auch, oder? Ihr räubert auch alles immer aus. Revelio. Ah! Guck mal, guck mal, guck mal. Als ob ich jetzt schon wieder eine Kiste da übersehen habe. Und wieso sehe ich die jetzt nicht mehr? Okay, passt auf. Ich mach mal kurz. Das sind noch viel mehr solche Figuren. Ich mache mal kurz nachts. Dass wir mal die Figuren schon einsammeln. Du gehörst mir, Demigeis. Entschuldigung, dass ich hier in Ihrer Wohnung eingeschlafen bin. Ich brauche den hier. Es tut mir leid. Hallo? Das sollte ich untersuchen. Was soll das und also? Untersuch da mal. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Achtung, Sumpfratten gesichtet. Vorsicht! Sumpfratten müssen vor uns Angst haben. Oh, hallo. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Oh mein Gott, wie viele Briefe. Oh, ja, ey, nee. Oh, warte, was war da noch? Das brauchst du nicht. Sag mal, was ist denn hier für eine Korrespondenz? Revelio. Weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt alles lesen mag. Was schneicht denn da? Ach da, guck mal. Ja, eine besondere Nacht hinter sich. Da haben wir schon geplündert. Revelio. Au. Renrocks Anhänger sind eine Plage. Oh, lass mich doch mal da vorbei. Einer von diesen Affen da? Schade. So, hier muss noch eine Kiste sein. Moment. Was? Ach komm.
Okay, das sollten wir jetzt alles haben. Dann machen wir jetzt wieder Tag. Und quatschen mal mit den ganzen Leuten hier. Dass hier auch gar kein Händler da ist. So, wollen wir erstmal hier mit der hier quatschen? Hallo. Bardolf dachte, Schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Ist das Runde dann nur ein Ding? Ach, okay. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Hä? Was? Willst du? Im Dorf ist gar nichts gefährlich. Oh, da ist das Besenflug-Testgelände. Merk schon. Revelio. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Magiern erwischt. Hallo, Mrs. Pruttle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Pruttle. Ach, oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich glaube, ich habe massig davon einstecken, meine Gute. Ja, ich habe sogar ein paar. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Spruckle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, als er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Natürlich. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie, als sie in Hogwarts war, in den Sommern bei ihnen gewohnt hat. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun... Sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn Sie und Ihre Freunde uns besucht haben, wie Sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Ja, dass die Muggels auch mal was können, ne? Das glaubt der Zauberer gar nicht. Sie ist ja auch schon ein bisschen sehr eingebildet. Erinnern Sie sich, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke, Mrs. Pruttle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Natürlich sammeln wir die, aber erst sammeln wir auch noch die Nebenquest hier auf. Aber Hogsfield wird von Renrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht rechtens. Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ach. Ich hätte nie gedacht, dass sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Freut mich wirklich sehr. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf. Das werden wir ausrotten. Einfach skrupellos.
Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Wie landete ihr Bruder Bardolf in St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an einer Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Ey, achtet mal drauf, wenn die gute Frau jetzt wieder redet, das sind rechts solche Greifenfüße. Da ist ein Nagel, der ist golden. Ist das normal? Renrocks Anhänger hätten hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Mist, jetzt sieht man's nicht. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen sie die Gegend nicht einfach? Aber Hawksfield. Ach, schade, jetzt sieht man's nicht. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ich kenne Renrocks Anhänger leider nur zu gut. Vielleicht kann ich etwas tun. Krieg! Ich sie auch loswerden Krieg! Möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Ach, was? Bitte seien Sie die machen wir jetzt platt, allesamt. So, okay, wo wollen sie denn mit uns überall hin? Das ist ja... Ach, das geht wieder zurück. Wollen wir das Goblin-Lager? Das sind zwei Goblin-Lager. Wo ist die andere Quest? Achso, weil wir die jetzt... Ja gut, ist ja kein Problem, dann beamen wir direkt dorthin. Ist da noch eine Quest? Die haben wir doch gerade gesprochen. Es wird anscheinend schlimmer. Schade, dass Bardolf dachte, schwarze Magie. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Baumont erwähnt? Oh, hallo. Wie schön, Sie zu sehen. Und ja, das habe ich. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich könnte gerne nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Hab Vielleicht ich. Weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Na, wollen wir sie doch mal interviewen? Nicht, dass sie sich in irgendwelche Aussagen verstrickt. Madame Beaumont. Könnte ich Sie kurz sprechen? Ja. Worüber denn? Mrs. Spruttle erzählte mir vom Verschwinden ihres Bruders. Oh, die liebe Dorothy. Sie würde selbst nach Bardolf suchen, wenn sie könnte. Sie erwähnte schwarze Magie und sogar die Erschwinderinnen. Trotz meiner ausdrücklichen Warnungen experimentierte Bardolf drüben am Waldesrand mit schwarzer Magie. Ich dachte, er würde davon ablassen und es würde irgendwann aufhören. Aber eines Tages kam er nicht nach Hause. Könnte er davongelaufen sein?
Nein, er würde mich hier nie alleine lassen. Er sprach davon, mit Victor Rookwood reden zu wollen. Das beunruhigt mich fast mehr als seine Experimente mit schwarzer Magie. Rookwood ist meiner Meinung nach ebenso gefährlich wie Renrock. Hat Ihr Bruder irgendetwas mitgenommen, das uns helfen könnte, ihn zu finden? Nur seine Tasche, sein Tagebuch und ein Wollpullover, den ich ihm gestrickt habe. Das ist alles, wovon ich weiß. Ich melde mich, wenn ich ihn sehe oder etwas von ihm höre. Ach, danke. Das ist nett. Ich wäre so dankbar, wenn ich wüsste, wo er ist. Ich weiß tief im Innern, dass er da draußen ist. Aber geben Sie Acht. Die hat auch Ware. Sie hier? Können wir gleich verkaufen. Bardolf, wo bist du? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, alles Zeug, was wir nicht brauchen. Okay, können wir wegmachen. Wunderbar. Davon weg. Könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Weg. Renrocks Anhänger kennen kein Maß. Nicht einmal bei Schülern. Ich danke für Ihren Besuch. Gerne. Dann rüsten wir uns mal kurz aus. So, da haben wir nichts Stärkeres. Müssen immer noch mit dieser Maske rumlaufen. Und da haben wir nichts. Auch noch ein bisschen was gefunden. Wie sieht der aus? Nee. Ja, den können wir mal benutzen. Na gut. Ach, jetzt führt es uns dahin. Ne, wir machen jetzt das andere. Aufträge. Wir haben jetzt jede Menge Aufträge da in der Dings gekriegt. Nee. Findung betritt die Höhle. Machen wir mal die Kobolde. Vorgeschlagene Stufe 2? Das wird ja ein leichtes Spiel. Ach, noch einmal jung sein und fliegen. Hui! Da sind wir schon. Schön, dass du mal vorbeikommst. Hallo, ich komme hier über den Zaun. Apropos. Ich glaube, ich habe den einen da falsch gelegt, ne? So, hier laufen 3 Stück rum. Wir könnten jetzt mit absolutem Krawall da rein, keine Frage. Aber wir könnten auch einfach nur das so machen. Läuft er wieder in meine Richtung. Das machen sie doch extra. Fast alle in meiner Familie haben. Das will keiner hören. Und? Ein lästiger Mensch weniger. Ja, wo kommen die auf einmal her? Aua! Was? Moment mal. Wo seid denn die jetzt alle hergekommen? Ist aber mal gut hier. Was ist denn hier gerade? Ich werde gerade von allen hergepatscht. Jetzt lass mich doch mal kurz ausweichen. Ich drücke auch immer die falschen Knöpfe. Ach,
Da hinten war auch noch einer. Oh Mann, ey. Ich werde dich tun, bis du tot bist. Ich stelle mich gerade so blöd an. Mein hat euch alle Gott. In den Untergang geführt. Ein Lager erledigt, noch eins übrig. War das jetzt eine Verschwendung? Revelio. Naja, andererseits, wir haben genug Power-Tränke, also das tut uns überhaupt nicht weh. War da noch was gelegen? Das, ach hier. Was zum Einsammeln? Keine Kiste, kein Nix. Das hatten wir doch schon gemacht. Zum Sterben hier, was? Ach, komm schon. Ah Mann, wie sieh doch nicht den an! Nimm doch den bitte! Mann, du kommst aber auch nicht weg, ey! Alter, du bist in dieser Bewegung drin und kannst nichts machen, ne? Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Was ist denn der? Was ist denn der alte Magiewurf? Ich verstehe den. Was ist denn alter Magiewurf? Alter Magiewurf. Kann ich das machen? Okay, so Quest Nummer 1 erledigt. Mehr schlecht als recht. Was ist denn alter Magiewurf? Ist das hier irgendwas? Hm. Keine Ahnung. Ich schnall nicht, was dieses alte Magiewurf-Ding ist. Schlosspick. Das ist zwar alte Magie, aber kein Wurf. Ach da! Ah, okay, das ist alter Magiewurf. Okay, alles klar. Gut. Dann wissen wir es das nächste Mal. So, jetzt haben wir
Find und betritt die Höhle. Wo ist denn die Höhle? Ist da hinten? Was ist das? Schatzgewölbe? Wir sind uns einig, da muss ich auch nochmal reingucken, ne? Schatzgewölbe lasse ich jetzt nicht so einfach da stehen. So, dann gehen wir mal zu dieser ominösen Höhle. Hui! Fliege, flieg! Was ist denn das da unten? Oh, 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 oh. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Spruttle erwähnt hat. Ja, sofort. Jetzt hör doch mal auf, kannst du mal einfach nur runtergehen? Keine Ahnung, was so schlimm am Wildern sein soll. Sind doch genug dumme Tierwesen für alle da. Wilderer werden ausgeschaltet. Zerteile ein Aschwindaturland mit der Wirkung von Reducto. Was ist denn nochmal Reducto? Mann, ich kann mir noch nicht merken, was die ganzen Zauber sind. Was ist denn Reducto? Ist das? Nee. Das? Nee. Das? Nee. Nein. Was ist denn Reducto jetzt schon wieder? Was soll denn Reductor sein? Herrgott, ist es da wieder irgendwas? Grundlegendes? Video? Protecto? Was ist denn Reductor? Keine Ahnung, ich hab das nicht. Ich hab kein Reducto. Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Hast du auch noch nicht rausfinden können? Ja, kein Plan, was Reducto ist. Stehen aber jetzt alle ganz schön bescheiden, ne? Ich muss mal kurz das so sagen. Schleichen liegt dir wohl nicht. Wie kommst du da los? War ja einfach. Mega Power Trank. Juhu! So, haben die hier wieder irgendwelche Viecher eingesperrt? Revelio. Keine Viechies. Wir sind da unten schon wieder. Und die laufen nur rum. Die haben nichts Interessantes. Oh, was haben wir hier? Achso, nur trinken. Klar, ich trinke einfach mal hier von so einem komischen Gebräu, was da rumsteht. Hm, ganz logisch. Reducto. So, ab in die Höhle.
Mal gespannt, wen wir hier finden. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Ich sollte mich umsehen nach den Horklumpen und der Schachtel mit den Briefen. Alter, die Lautstärke ist ja teilweise echt heftig. Das sind vorerst alle Horklumpe. Warte mal. Das sind erstmal vorerst alle Horklumpe. Es war einer. Ich habe einen gesammelt. Ich will mal ganz kurz beim Sound nochmal gucken. Stimmhöhe. Soundeffekt. Die sind aber schon extrem leise gemacht bei mir. Da ist bestimmt ein Troll drin, oder? Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Dankeschön, KI. Ich wollte nur gucken, was da unten ist. Aber nicht, indem ich runterfall. Geht's noch hoch? Hier alles drin? Ist er schon vorbeigelaufen? Revelio. Tatsache. Accio. Descendo. Nee, warte mal. Nehmen wir das. Revelio. Lumos. Komm, wir quälen die Pflanzen noch ein bisschen. Nein. So, ihr werdet nie wieder werdet ihr diesen Eingang hier blockieren, ihr komischen Düsterpflanzen. Auf immer und ewig. Okay, so, jetzt haben wir das auch gelöst. Ich muss echt überall diesen Scan machen, ne? Man übersieht so schnell was. Revelio. Nicht noch eine Tür da unten oder ein Dings. Paradies. Oh, wir haben eine Statuette gefunden. Oh, da liegt aber noch was. Das nehme ich mit. Aber da war noch irgendwo so eine Tür zum Aufmachen. Also so Geröll. Zum Wegschieben. Oder Wegschießen. Na, vielleicht sehen wir es hier. Nee, ich sehe es gar nicht mehr. Revelio. Ach doch, da unter. Ah, unter. Oh Gott, ist es noch so. Ist das noch so gut? Das ist schlecht. Hallo Troll. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Ja, hat sich wohl gerade. Alter, du Arschkrampe. Okay, jetzt interessiert ihn gerade einen feuchten Kehricht. Alles klar.
Hey, wie oft machst du das denn jetzt? Hör doch mal auf damit. Eins, zwei. Hä? Was? Also, was hat denn der für eine Reichweite? Willst du mich gerade so verarschen? Ach, ey. Es sind mir einfach zu wenig. Meine Pflanze kaputt geschossen. Alles völlig egal, ne? Schon so irgendwas? Ne. Ja, wow, das hat ja richtig viel geholfen. Jetzt kann ich es wieder umschalten. So, mal Feierabend, Rolli. Ein stinkender Koloss weniger. Das war aber jetzt eine schwere Geburt. Uiuiuiui. Fünf Trollprobe. Das hat sich doch gelohnt. Revelio. Na, da haben wir noch jede Menge von diesen Dingern da. Ui. Also was ich echt bei dem Spiel so ein bisschen scheiße finde, ist, dass mit diesen Zauber-Auswahlgeschichten, dieses Rumschalten, Machen und Tun, das ist im Kampf, wenn es echt hektisch wird, ist es ein bisschen lästig. Ist die Frage, komme ich da nochmal hoch? Ja, ne? Aber
Nichtsdestotrotz, wir haben jede Menge von dem Super-Duper-Trank. Das interessiert uns alles nicht. Bei uns zu Hause warten noch jede Menge Tränke. Revelio. Als ob hier Millionen von diesen Dingern da rumstehen. Akio. Okay. Für den Großhandel jetzt aufmachen von dem Hornklumpsack. Krass. Da lohnt sich ja wirklich zum Farmen, hier einfach mal ab und zu mal reinzugehen, wenn man sie brauchen sollte und einfach nur alles mitnehmen. So, dann gehen wir doch mal hier durch. Oh. Meine liebe Sirona. Ah, wir haben die Briefe gefunden. Als ich hier ankam, befiel mich das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist und darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Und der hat aber schnell aufgegeben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist... Oh mein Gott. Wie konntest du das all bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht, insgeheim die Legilienz bist? Was? Okay, jetzt bin ich raus. Und doch schien es mir so, als kanntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Ich werde niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich in einer Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbier. Die und ihr Butterbier, ne? Und ein stückweiger Mensch starrte, während mein Federkiel im Boden über und über mit Tinte volltropfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist. Ich sah dich unglaublich an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemanden anders gewesen sein solltest als die selbstbewusste und Zuversicht versprühende Hexe, die vor mir saß. In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, fasziniert zu verfolgen, wie du ganz ohne Magie alles und jeden in deiner Umgebung in deinen Bann gezogen hast, indem du einfach vorbehaltslos akzeptiert hast, wer sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich an dir ein Beispiel nehmen könnte. Jetzt, da sich meine Schulzeit im Ende neigt, kommt mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchlebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur so schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in einer Ecke des Wirtshaus erkannt und mir deine Hand gereicht hast. Für immer deine Mirabelle. B.S. Bitte sag Mrs. Sprottle, dass ich sie und Mr. Sprottle immer noch besuchen will, sobald ich kann. Ich freue mich auf anregende Gespräche und, wie ich schamlos zugeben muss, auf ihre unvergleichlichen Kesselkuchen. Achso. Oh Gott, das sind lauter solche Briefe. Seien wir nicht böse. Alles Gute zum Geburtstag. Okay. Liebe Mrs. Sprottle. Also, das ist ein Dankesbrief. Das müssen Sironas Briefe sein. Revelio. Und da ist noch einer. Ich soll diese Schachtel zu Sirona bringen. Dass ich da jetzt nicht alles durchlese. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Okay. Dann haben wir die Quest auch erledigt. Und es ist natürlich wieder dunkel. Kann man da wieder zurück? Nee, man rutscht da einfach raus und muss wieder vom anderen Eingang rein. Na gut, so. Wo sind wir denn jetzt? Aber ich habe doch hier gerade noch was anderes gesehen. Wir machen es natürlich jetzt erstmal wieder hell.
Das verstehe die Mechanik verstehe ich nicht. Es ist dunkel. Du machst bitte überspringen. Und es ist immer noch dunkel. Du musst es immer zweimal machen. So, beim ersten Mal sagt, nee, machen wir da nicht. Ach nee, komm. Jetzt werfe ich den Dödel da. So, was hat es denn mit dieser Höhle da auf sich? Wer hier wohl gelebt hat? Sehr gute Frage. Oh, oh. What the fuck ist das? Achso. Ey, erschreck mich doch nicht so. Mondstein, komm her zu mir. Alles an Mondgestein, bitte zu mir. Dankeschön. Dann gucken wir doch mal, was diese Höhle da ist. Revelio. Aber es ist schon wieder dunkel. Okay, wir können es öffnen. Hallo, Homora. Na? So, bin mal gespannt, was in dieser komischen Schatzhöhle jetzt drin ist. Lumos. Revelio. Das war's. Das war alles. Also ich meine jetzt nicht vom Belohnungsgrad her ist es ja okay, aber das war's. Es ist nichts mehr drin. Also ich meine. Schloss muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Okay. Dachte jetzt Wunder, was da drin ist. Aber heißt es jetzt, es gibt da noch eine? Oh. Einhörner? Die holen wir uns. Jetzt werfen wir schon wieder so einen Kohlkopf. Sorry. Oh, oh, oh Gott. Hallo? Ich habe ihn nicht gesehen. Setze eine Alraune gegen die Gegner ein. Das geht mal hin. Hi. Als ob. Willst du mich jetzt gerade verarschen oder was? Was bringt mir das eigentlich, wenn ich das mache? Ah.
Okay. Da gibt's wieder so einen Lernbaum, alles klar. Da achte ich sonst nie drauf. Natürlich Stufe 3. Alles umsonst. Alles umsonst. Aber sorry. Was habe ich da gesehen? Es gibt einen Einhornbau. Ist mir völlig egal. Das muss jetzt gemacht werden. Nein! Ich hasse es, wenn, wenn Tasten 3 bis 80.000 Mal benutzt werden. So, ich setze es mal auf den Drang, da habe ich keiner, kann nichts falsch machen. So. Oh, warte mal, der ist hier gleich, oder was? Ein Einhorn. Gibt es nur ein Einhorn oder gibt es auch ein Zweihorn? Hey, Kleiner. Moment. Ich arbeite dran. Obwohl, warte mal. Wer ist die Geschichte, wenn ich das hier mache? Nein, oh Gott. Grund zur Aufregung, ich tue dir nichts. Okay. Das ist interessant. Hallo Hörnchen, alles gut. Ich tue dir nichts. Ich tue dir überhaupt nichts. Bleib doch da, Hörnchen. Komm mal her, Hörnchen. Komm, 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 komm. Hörnchen. Armin. Beruhige dich. Wir haben Einhorn gefunden. Supi. Gibt's nur eins? Revelio. Okay. Schön, haben wir das Einhorn auch. Jetzt gucken wir gleich mal, was können wir noch machen? Lagerabbruch? Nee, das war's nicht. Das war's nicht. Das war's nicht. Das war's nicht. Wo ist er denn? Da, die brauchen wir noch. Ist hier oben irgendwo. Und was haben wir hier noch? Ach, riesige lila Kröten nochmal. Sammeln wir alle ein. Prüfungs-Merlin. Okay, Merlinsprüfung. Ist das da unten? Trollversteck. Nochmal erstmal das. Das hat schon bessere Tage erlebt. Da wäre auch noch mal so ein Magie-Ding. Und Kisten. Und böse Zauberer. Tolle Vergeudung meines Talents. Irondale ist nicht halb so hart, wie es klingt. Der kostet Halus. Die Jagd beginnt.
Wache halten. Ja, ja. Wache halten. What? Wo war der? Confringo! Das war noch nicht alles. Akio! Du trägst den Knochen Kobolden ja gar nicht. Findo! Sehr festzunageln. Ah, Nora Treadwitz, kleine. Reduktor! Das hast du im ersten Jahr gelernt, oder? Akio! Sendo! Die Tierwesen sind jetzt sicherer. Die Tierwesen, haben die da wieder welche versteckt? Kann ich die, kann ich mir die fangen? Da sind schon mal keine drin. Revelio. Ich hab. Oh, was ist denn hier los? Naja, du brauchst die Kohle ja nicht mehr, ne? Ja. Was haben wir denn hier alles noch Schönes? Nee, sonst ist hier nichts mehr, ne? Alles geklärt. Gut, das aktivieren wir noch. Ihr Handbuch ist ja wirklich zweifellos schon lange verlassen. Es müsste eh langsam mal so weit sein, dass ich wieder nichts mehr tragen kann. Dann müssen wir wieder verkaufen. So, was haben wir denn jetzt Feines? Feini fein. Was für ein Rätsel haben wir denn hier? Revelio. Okay, das ist neu. Oder ist es auch wieder einfach nur hinspringen? Wir probieren es mal. Einfach drauf springen. Okay. Hä? Okay, das ist schon mal nicht das Rätselslösung. Revelio. Was soll ich mit den Steinen da machen? Akio. Sendo. Repulso. Nervioso. Lumos. Wingardium Leviosa. Aha. Ach so. Es ist doch das Rätsel. Okay. Ja, wir müssen es nochmal resetten. Stürzt sich am letzten wieder ab. Das letzte war es wieder. Das letzte. Oh, hoppala. 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 Da wäre Merlin persönlich stolz. Okay. Das ist also jetzt. Okay, das sind wirklich nur. Du darfst nichts anderes berühren, außer die Dinger. Muss einmal komplett durchjumpen. Das ist quasi Jump and Run. Ich und Jump and Run. Wieder großes Kino. Okay, haben wir das auch? Dann gehen wir hier hin. Sieht interessant aus. Warum explodieren die gerade? So, warte mal. Was brauchen wir? Setze eine Raune gegen einen Gegner ein. Okay.
Oh Mann, jetzt lass mich doch einfach mal kurz raus. Was haben wir? Wirf ein Objekt mit Pulse auf den Gegner. Aber wie geht denn das? Na, jetzt hör doch mal auf jetzt. Inferius ein Wollpullover? Das muss Bardolf sein. Also. Soll das gehen? Accio. Also. Das ist auch nicht. Wie kann ich denn den Gegenstand? Aber mal. Oh nein! Das ist, aha. Könnt ihr mal einfach mal kurz mich nicht nerven? Hä, wie geht denn das? Oh komm, ey. Nein, jetzt werfe ich daneben. Das ist meine zwielichtige Steuerung. Ach komm, ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hau mal ab jetzt. Wo ist denn der letzte? Geschafft. Ja klar, treffe ich auch nicht. Natürlich. Mann, ey, das ist aber teilweise eine komplizierte Geschichte hier. So, was ist mit dir jetzt? Das Wolkenlover. Vielleicht will Madame Baumann gar nicht wissen, was ihm wirklich zugestoßen ist. Doch, doch, die kriegen immer die Wahrheit. Oh, Tagebucheintrag 2 von 2. Was ist gerade... Nee, was ich gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Sie haben einen Inferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen. Aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin, dass ich nicht hier bin, um ihnen zu schaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein. Bardolf. Müssen wir das erste Dokument finden. Was ging denn da? Inferi erwähnt. Und dass Bardolf irgendwie als Nächstes dran sei. Revelio. Ach, da. Tagebucheintrag 122. Ich hasse es, Angst zu haben, aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt zwei der Flüche gemeistert.
Aber um mehr zu lernen, muss ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinen Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarze Magiern nicht zu trauen, aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie gelernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Upper Hogsfield zu schützen. Achso, er hatte eigentlich einen noblen Grund. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er hörte Geflüster. Einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Ja. Er hatte eigentlich wieder ein gutes Motiv, es ging nur alles wieder voll nach hinten los. So, hier waren doch auch noch die anderen Dinger. Da, guck mal, die Vögel da. Kann ich die... Ja, die kann ich mir nämlich holen. Wo ist es denn? Impatium Leviosa. Das glaubt Professor Howen nie. Einer war hier noch, glaube ich, irgendwo. Der ist hier rumgeflattert. Da ist er. Na komm. Na komm. Er kann sich nicht entscheiden, ob er landen möchte. Komm jetzt runter. Komm her zu mir. Na komm. Ich habe ein wunderschönes Zuhause für dich. Das ist ein Sack. Jetzt haben wir. Wingardium Leviosa. Rebellion. Rein mit dir! Ruhig. Was habe ich da unten noch gefunden? Ja, was ist denn das? Ach, das haben wir schon gelöst, ne? Ne, haben wir nicht. Warte mal, da ist ja echt noch. Ist ja noch eine Höhle. Revelio, das sollte ich untersuchen. Du machst hier nichts. Akio. Da. Alles immer mal ausprobieren. Was sind denn da für Viecher? Wo bin ich denn hier jetzt gerade? Wo bin ich denn? Ach da. Ah ja, okay, das ist dieser Bau. Den haben wir schon gesehen, aber da muss noch ein Merlin-Rätsel sein. Na, guck mal, die Kugel. Wo ist das Merlin-Rätsel? Da ist kein Merlin-Rätsel. Das habe ich nur noch nicht gelöst gehabt, oder? Habe ich das schon? Nee. Ach, da vorne. Ach, das ist ein Händler. Ich dachte jetzt, was ist denn jetzt kaputt? Ich weiß, was das bedeutet. Eine ich Pferde auch. Merlins. Okay, die Kugel haben wir ja schon gesehen. Wo muss sie rein? Hier muss sie rein. Hier? Hier. Muss ich erstmal das hier kaputt machen? Ja. Oh. Akio. So, hoch mit uns und jetzt werfen wir die Kugel da rein. First Driver geiler gewesen, aber gut. Gar nicht so
knifflig, Merlin. Gar nicht so knifflig. Jetzt können wir mal zum Händler mal das überflüssige Zeug ver... Apropos. Habe ich die ganze Zeit nicht mehr ausgestattet, ne? Muss ich mal gucken hier. Die sind besser. Nur die. Okay. Ich hatte doch gerade was anderes noch gefunden. Voll in Grün rum. Okay, jetzt können wir das alles mal verkaufen. Da ist ja gleich ein Händler. Hi. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja, schauen wir mal. Achso, bei dem waren wir schon. Ich wollte gerade sagen, der kommt mir so bekannt vor. Oh, da hat sein Material wieder resettet. Nehme ich mit. Weg. Weg. Alles weg. Brauchen Kohle für unser Inventar. Gerne. So, ist hier hinten. Warum haben wir eigentlich das hinten noch nicht aktiviert? Wer bist du? Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn eine Schülerin wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Könnte ich zufällig bei mir haben. Was bringt mir das denn? Na komm. Ja, ich habe welches dabei. Hier bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Und du hast eine coole Frisur. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Ah, okay, jetzt kriegen wir hier Unsichtbarkeitstrank, Maxima-Trank. Okay, alles klar.